Ja, hier ist der Schnuppen. Willkommen zurück zu Farewell to Dragons, zur Fortsetzung des Spiels. Obwohl wir beim letzten Mal Uros besucht haben und dort ja ein paar Quests erledigen konnten, ein paar wenige, war nicht eigentlich lange. Wir werden jetzt weiter entsprechend in diesem Gebiet und werden das erkunden und entsprechend ein bisschen rumlaufen, Gegner erledigen und Level erlangen, wenn wir denn noch welche erlangen können, weil mittlerweile brauchen wir ja viele Erfahrungspunkte. Ja, Victor ist zornig und legt ganze Städte in Tod und Asche. Ja. Haben wir nicht mehr so viel vor uns. Mittlerweile wieder eine Weile her für mich. Deswegen müssen wir jetzt wieder ein paar Folgen machen und schauen, wie lange wir brauchen. Und ja, mal weitermachen. Ja, hier wird keine Story jetzt passieren, weil wir ja hier noch Sekunden haben. Das machen wir jetzt auch. Deswegen, ja, manchmal komme ich da hoch. Muss ich unten rum, ne? Komme ich überhaupt da hoch? Nee, ich glaube nicht. Doch, muss da irgendwie hochkommen. Wieso gibt es da eine Kiste? Achso, wenn man da irgendwo doch hochkommen könnte, irgendwo. Ah, hier kommt man, ja, hier kommt man nicht lang, nee. Wo ist der Weg? Doch, hier ist ein Weg da hoch. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Ich habe jetzt ein bisschen rumgeguckt. Und ja, wir haben alles gemacht beim letzten Mal. Also in Sachen Einkaufen, Verkaufen und wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Gut, hier machen wir immer dieses Witzchen hier. Gehen wir mal zurück. Quests hatten wir letzten Mal ja nicht so viel. Gut, wir hatten jetzt, beim letzten Mal war eins, aber haben ja nur unsere Sammelaufgaben erfüllt, die wir hatten. Die Statue haben wir jetzt fertiggestellt und konnten damit, er ist wieder hängen geblieben. Und da ist Feinde. Master of Murders. Level 34. Gut, haben wir ja auch. Master of Murder. Weil das ein Mist. Na, muss ich doch einen Trank nehmen, habe ich eben verpennt. Na, war wieder nicht wieder rechtzeitig da. So, jetzt kann man nochmal hier erledigen. Auch Master of Murders. Offenbar gibt es ja Mördermeister. Mördermeister. Immerhin keine zufallsgenerierten Namen. Ja, so. Okay. Dwarven-Crossbow brauchen wir nicht. So. Okay. Na gut, wenn wir hier sind, können wir ja hier auch kurz vorbeigehen. Und da mal aufklären. Ist ja auch kein Problem. Da haben wir ja diesen Teil der Karte ja schon fast erkundet. Jetzt vielleicht ziemlich schnell. Wer weiß das schon. Aber ich sag immer, es geht schnell und plötzlich haben wir dann noch so viele Gegner und so viele Kämpfe. Hier waren wir noch gar nicht. Ja, hier war so ein Lager von denen. Guck mal an. Haben wir hier alles hier. Mana Potions. Und Gold, jede Menge. Okay, dann werde ich jetzt mal ein bisschen. Gut, die Mana, die kann ich einsammeln. Ah, Leute, kriegt das auch mal so ein hier. Ein paar Mana Potions. Die Latten davon, was haben die jetzt? Hat die 5? Gut, wir brauchen die noch nicht, aber. Naja. Ja, kommen wir hier weiter. Wir sind nur Feinde hier. Im Teil des Waldes. Oder auch nicht. Ein kleiner Sumpf? Ne, doch nicht. Kein Sumpf, sondern nur doch, hier sind noch Feinde. Königstiger. Erwischt. Da unten Bär auch noch dabei. Was hat der denn damit zu tun? Was macht der denn mit den Königstigern? Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er tot. Ja. Gut, diese Tiere sind für uns gar kein Problem eigentlich. Bis auf die Ratten, weil die so viele sind. Die können es ja ordentlich zum Narren halten, die Ratten, aber.
Andere ja nicht. Wenn wir hier fertig, jetzt können wir hier rüber und können wir hier lang. Okay, mal versuchen. Ah, hier kommt auch lang. Ah, kommt auch hoch. Gehen wir hier lang, gucken, ob das geht. Gucken, ob das geht, da hinzukommen. Jedenfalls laufen sie alle da hoch. Ah, ja. Hier ist aber noch nichts weiter. Und da kommen wir jetzt. Da kommen. Das ist wie blöd, dass das, wenn man hier lang kommt. Ich muss jetzt einen anderen Weg nehmen. So komisch ist das, aber naja. Gut, gehen wir halt hier hoch, was soll's. Ja, mal kurz wieder zurück. Level 33. Ja, Level 14 maximal Level, das heißt auch nur, dass wir jetzt ziemlich nah am Ende sein müssen. Also. Gibt's da nicht mehr so viel. Wie gesagt, wir haben auch nur eine Initiation zu tun. Und dann müssen wir noch in die Schlösser, vermute ich, in diese Katakomben von denen. Und dann geht das ja zum Ende erst. Vermute mal, so wird das ablaufen. Weil es halt naheliegend ist, weil die Schlösser sind ja immer irgendwie gesperrt für uns. Erwachsener Bär, aber für uns kein Problem. Reicher. Okay. So, Mana-Posen können wir gebrauchen. Wie sieht eigentlich aus mit den Erfahrungspunkten? Ja, und fehlen noch. Wie viele Millionen fehlen uns jetzt? Das sind 31 Millionen, ne? Oh Gott, 3 Millionen Erfahrungspunkte. Warum immer so viel? Ja klar, man lernt. Ja, man lernt irgendwann aus. Aber heißt doch eigentlich, man lernt nie aus. Deswegen kann es gar kein Maximallevel geben. Ah, nun ja. Immer 17.000 pro Gegner. Gut, man kriegt ja immer mehr Erfahrungspunkte pro Gegner immerhin, ja. Da gibt es ja auch unterschiedliche Systeme. Von wegen, wann kriegt man Punkte. Bei manchen Spielen kriegt man einfach weniger dann bei jedem Gegner. Mit jedem Level, den was du hast. Aber wir kriegen einfach mehr Erfahrungspunkte. Revolver. So, war nur der Revolver hier? Was ist das für ein Revolver? 404. Den braucht man noch nicht. Auch wenn der gute Nebenwert hat, aber der ist alles allgemein besser. Und natürlich die Frage, wozu braucht man das? Weil ich meine, der hat auch very slow, ja, deswegen eigentlich totaler Quatsch. Und kritische Schaden machen wir auch deutlich höher. Also, ja. Keine Ahnung, brauche ich noch ein Level für. Aber habe ich ja bald. Ja, noch bessere. Dann können wir diese Pistole nicht gebrauchen. Ja, auch nicht schlimm, sag ich mal. Auch nicht schlimm. So, das ist hier nix. Nee. Gut, dann war's das hier schon wieder. Wieder zurück, nur wegen so ein paar Bieren hier, wegen der immer weniger Pistole. Weil Geld haben wir ja auch genug. Was ja unser Problem ist eigentlich. Wir haben genug Geld. Wir haben genug Geld in dieses Spiel hier. Wenn das lieber Videospiel wäre, dann hätten wir die Inflation und Geld wäre nichts wert. Glaube ich, ja. Ich glaube, so muss das eigentlich auch sein, ja. Ich meine, ich glaube, ich habe da irgendwann Studien darüber, wo diverse Spieluniversen wirklich mal betrachtet worden sind, von wegen wirtschaftlich, ob die auch funktionieren würden. Das hat sich, glaube ich, als herausgestellt, das geht gar nicht. Was ja nicht wirklich einen überrascht, ja, wenn man so viel Geld kriegt, aber. Naja. Wollen wir mal hier rumlaufen? Wenn wir auch da vorbei aus der Zeit. Ja, haben wir leider viel geschafft. Weil so lange ist das Spiel gar nicht, würde ich sagen. Wir sind bei etwas über 100 Folgen, 110 Folgen ungefähr. Also halbe Stunde. Was geht eigentlich für ein Rollenspiel?
Also jetzt nicht Donnerli. Also ist jetzt wirklich kein Epos. Das geht jetzt ziemlich fix. Wie ist denn dieses Teil denn die letzte? Weil ihr irgendwo hängen geblieben ist, glaube ich. Nee, doch nicht. Achso, doch relativ großer Unterschied. Bei größeren Strecken merkt man das, wie lang ein Teil immer noch ist. Aber natürlich deutlich schneller als er hier. Der Kollege Ian. Weil mittlerweile finde ich auch eine Verwendung gefunden. Mittlerweile habe ich ja hier diese Fähigkeit. Die ist sehr gut in größeren Kämpfen. Das ist sehr effektiv. Wie Schaden macht die eigentlich? Man macht zwar nicht so viel Schaden, aber das ist dann pro Sekunde. Dann lohnt sich das schon. Dann gehen wir jetzt hier lang. Hier müssen auch wieder Feinde sein. Oder Feinde geben, besser gesagt. Mal gucken her. Hier ist aber nichts. Doch. Marksman. Level 34. Und Steingolems. Dann nehme ich mal die, nehme ich mal zuerst. Ich bringe ja Formpunkte für uns. Was ist mit dem? Wird angeschlagen. Tell. Dann muss man Tell sich mal heilen. Ja, mal den hier zuerst. Wieso ist Vader jetzt eigentlich da? Wieso geht Vader nicht? Wieso ist Vader nicht zurückgegangen? Keine Ahnung. Stone Golem Shama nehmen wir. Nächstes. Level 37. Marksman. Nein, ihr keine Chance sehen uns. Wir haben keine Chance sehen uns. Weil die Schusswaffen machen ordentlich Schaden immer. Diese Fernkämpfer sind wirklich ziemlich mächtig. Diese Nahkämpfer machen gar nicht so viel Schaden, aber diese. Ich meine, die halten die Mühle nur auf. Feuermagier. Vor allem kann Tell relativ ziemlich schnell zaubern mittlerweile. Da. Kampfmagier, Absorption hat ihm nicht geholfen. So. Der Tell kann mittlerweile, spuckt diese Brüche so schnell aus. Das ist auch schon was wie eine Feuerwaffe. Echt? Weakening Potion. Ja, nehmen wir die. Mana Potion. Mana Potion brauche ich alle gar nicht. Und eine Robe. Guck mal, was haben wir hier für eine Robe? Eine Robe. Protection 18. Das ist heute nicht so gut. Oder? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay, die waren schnell weg. Die waren schnell erledigt. Die waren kein Problem, nicht so wirklich. Das ist immer für mich immer ein Zeichen dafür, dass ich gut bisher gespielt habe. Dass ich immer noch keine Probleme habe in den Kämpfen. Weil manche Kämpfe waren ein bisschen klifflig, aber überwiegend ist das Spiel angenehm. Weil hier mehrere Schwierigkeitsgrade spielt, auf Schwierigkeitsgrad normal. Aber ich weiß gar nicht, wo die sich überhaupt unterscheiden zu geben. Ich glaube, man kriegt einfach dann weniger Erfahrungspunkte oder sowas. Vermutlich. Und die Gegner haben vielleicht mehr HP oder irgendwie Art und Weise sowas. Oder beides. Vermute ich mal. Man kriegt mehr Erfahrungspunkte und die Gegner haben mehr HP oder höheres Level oder sowas. Sonst wird es wahrscheinlich keinen Unterschied geben. Dragon Worshipper. Da sind sie, so Dragon Worshippers. Haben wir schon mal gesehen, ne? Waren wir letztes Mal nicht mal hier schon? Kommt mir so bekannt vor. Feuerdämon. Ah, das zündet sich selbst an. Naja, nicht nachmachen, liebe Kinder. Ja, wenn es Kinder gibt, die das hier gucken, dann zündet euch bitte nicht selbst an. Im Spiel geht das, aber nicht in der Realität. Das ist nicht gesund. Deswegen lasst das lieber. Was für eine Brücke? Hängebrücke. Interessant. Kann man sie auch anzünden. Sollte man auch nicht machen, ne, liebe Kinder.
Brandstiftung ist auch ist verboten. Macht man nicht. Also und die Sachen einfach anzünden, wenn ihr mir meint, das ist cool, wenn das brennt. Nee, nee. Feuerritter. Level 35, das ist ein härterer Brocken, ne? Aber wir haben ja auch den Level 32 und 33. Ja. Ist ja gut, komm her. Ja, ein paar Ritter hier und die hauen noch halt ganz viel aus. Ja, die ist auch wirklich schnell hier. Das ist interessant zu sehen. Nehmen wir den. So. Also, war gar nicht mal das Schlechte. So, Schossers gibt es hier. Und Babute. Okay, und wieder zurück und wieder sammeln. Mal gucken, was wir hier so gesammelt haben. Einmal Babute für Protection 16. AP und Bild macht er. Kann den Bild gebrauchen. Ah, wer kann den Bild gebrauchen? Victor, ne? Nee. Kann keiner, also wirklich. Mit Attack-Speed, ne, ist ganz gut bei ihm. Der muss auch ein bisschen Attack-Speed auch haben. Sie hat Ruhen in Attack-Speed. Guck mal, überhaupt her. Eine hohe Attack-Speed. Hat sie den einfach allgemein so? Wie fasst so aus? Dass sie allgemein jetzt so schnell ist mit ihrem Attack-Speed. Aha. Gut, wie das so ist. Dann haben wir noch Schuhe, Protection 8, Build 3. Ja, können wir vielleicht so benutzt behalten. Protection 13, Magical Damage, Intellect 4. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist gar. Ach, was mache ich denn? Ich muss das hier zu ihr rüberziehen. Ah, hier, HP und Bild 6. Wer kann das gebrauchen? Nahkämpfer. Neu-Iva. Protection 13. Da gebe ich ihr mal Neu-Iva das Ganze rüber. Yep. Gut. Mit dem mal auch neue Ausrüstung wir kriegen, neue Kleidungsstücke. Immer gern gesehen. So, das ist hier nichts. Hier mal nichts mehr. In der Nähe der Feuermagier. Die uns hier unbehelligt durch die Stadt laufen lassen und da alles aufgeräumt haben, aber. Hier ein bisschen lustig, dass sie nicht sofort die ganzen Clan mobilisieren. Weil die ja, als wie geschwächt sind, die Feuermagier, grundsätzlich müsste die Schwächsten eigentlich sein. Weil der Anführer ist aber tot von denen im Buch. Da übernimmt nämlich so ein Jüngling quasi den Clan. Deswegen soll er kein Problem für uns darstellen, den zu erledigen, aber im Spiel ist alles anders. Was ist der schwerste Gegner? Hat sich Superkräfte entwickelt hier mit seiner. Übernahme der Führerschaft. Bist du das? Ist es? Ja. So, sind wir wieder hier angekommen. Wir können natürlich einkaufen gehen, wenn wir wollen, aber wollen wir nicht. Wir gehen erstmal. Warten wir mal wieder auf ihren. Das können wir hier mal lang.
Gehen wir mal hier entlang, gucken, wo wir hier landen. Haben wir hier hoch. Kommen wir hier hoch. Oh, man kommt hier hoch. Cool. Kann man mal hier mal gucken, was wir hier noch so finden. Aha, mit Lava überzogen. Ah, sieht mal interessant aus. Sieht ja mal interessant aus. Sieht ja mal interessant aus. Da sind noch Feinde, aber nicht hier. Das ist Dark Herald. Master of Murders, achso. Habe ich was aufgesammelt, was ich nicht aufsammeln wollte, aber. Egal. Der vergiftet uns hier schon wieder. Also Mörder, die machen alle platt jetzt hier. Keine Chance, ist schon tot.